Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. In der letzten Folge haben wir den Großbuggy fertig gemacht und jetzt machen wir uns auf zu den, ich weiß nicht mehr, wie ich heiße, aber es ist glaube ich so ähnlich wie ein Azuros. Deswegen habe ich schon meine Azuros-Klamotten an. Außerdem habe ich zum ersten Mal hier ein Katana ausgerüstet. Ja, wenn man das Katana nennen kann, sieht voll aus wie eine Kettensäge. Aber naja, da ist eine Kettensäge, verdammt. Ah. Na gut, mach's auch immer. Der Schneegleiter, ein Lagombia ist das Viech, genau. Und das Viech ist, glaube ich, ähnlich wie der Azuros zu bekämpfen. So, wir holen uns wieder das hier, was uns mehr Gesundheit gibt. Feuerwehr, Wasserträger, Donnerbrecher, Eisbrecher. Verhindert, dass du hinfällst. Soll das denn heißen? Oh, ist denn das verhindert, dass ich auf die Fresse fliegt? Geil. Okay. Habe ich klamottenmäßig alles? Ist ja das 5 Minuten später nach der letzten Aufnahme. Ja, ich habe alles. Wunderbärchen. Diesmal keine nervigen Dialoge noch davor. Ist ja nervig, aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Ich habe jetzt schon Ausdauer verloren, was? Sehr gut. X und Y macht das, Start macht gar nichts, okay. Das ist doch kein Katana. Aber ich kann auch schon geile Katanas herstellen bald. Das sieht richtig cool aus, aber dafür brauche ich irgendwie Drachenid-Erz. Ich habe keinen Plan, wo ich das herkriegen soll. Ich glaube, das habe ich sogar noch nie gehabt, so. Oh, ich habe doch nicht. Ich habe wieder eine Anzeige da drunter, sehe ich gerade. Unter meinem Schwert. So, mal nett. Wofür steht die noch? Warte mal. Kann ich mit R? Nee. Meine Güte. Voll übertrieben. Ich gehe mit einer Kettensäge auf den, ich glaube so ein Hasenviech war das los, ne? Oh, ich muss mein Dings. Ich habe schon wieder in der letzten Sekunde erst gemerkt, ich muss noch mein Heißgetränk trinken. Sehr schön. Ich finde ich ein bisschen doof. Das ist auch so ein normaler Angriff, was das Viech macht. Finde ich gut, dass du nicht volle Möhre auf mich direkt zurast. Ja, genau das. Wie kann man denn aus dem Stand so schnell auf einmal angedüst kommen? Alter, hier geblieben. Ma! Ja, ich mache Elektrizitätsschaden hiermit. Sehr schön. Ich kämpfe zwar wie mit einem Katan, aber sieht trotzdem sehr komisch aus. Aber bei ihnen kann man die Ohren kaputt machen, das weiß ich. Kann ich ja aufladen, ja, noch, oder? Na. Oh. War einfach knapp. Oh Mann, ich bin ausgewichen. Was macht ihr ja eigentlich? Verpisst euch. Genau deswegen. Okay, wie bin ich da ausgewichen? Verpisst euch aus unserem Kampf! Ah! Niemals auf die kleinen Viecher konzentrieren, Mann! Zum Teufel! Was war das denn für eine Aktion?
Ja, du da von da oben rutschen konntest, wie blöd. Konnte ich ja verstehen, aber du kannst ja dann vom Stehen machen aus. Er steht im einen Moment und dann im nächsten Moment rutscht er Kilometer weit. Geht doch gar nicht. Ah, was? Was ist da passiert? Ich sah im Moment lang so aus, als wären da zwei Viecher. Irgendwie. Pff, nicht getroffen. Dum, 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 dum. Ah. Frisst das. Wupp. Seitenschritt. Wupp. Seitenschritt. Ich meine Rückwärtsschritt. Hi. Boah. Aha. Aha. Oh, ich kann da so Kombos machen. Ah. Und doch Eisabwehr, Mann. Bin ich froh, wenn ich mir von euch die Klamotten alle erstellen kann. Wahrscheinlich kann ich mir sowieso nicht alles weiß ich nicht, herstellen. Ja. Kann man eigentlich außerhalb so einer Mission auch fangen? Also muss man nicht unbedingt Gefangenmissionen davon haben. Ich kann zum Beispiel mir eine Bombe und weiß nicht, eine Beruhigungsbombe, Schockpfeil und also was auch so mitnehmen und einsetzen. Da muss man ausgerechnet Gefangenmission dafür haben. Als Beispiel in dieser Mission könnte ich einfach hier so eine Dingens mitnehmen, ne? Nicht eine Schockfalle und eine Beruhigungsbombe und den auch so fangen. Fällt gerade auf, das Ding ist noch kein einziges Mal hier Stufe runtergegangen. Also meine Waffe. Ich bin auch noch im grünen Bereich. Cool. Ja, das ja auch. Das war ja auch ein sehr langer grüner Bereich. Die Elektrizität. Die sorgt dafür, dass es schön gehärtet bleibt. Macht bestimmt irgendwie Sinn. Na komm her. Hm. Na. Okay. Friss das! Ah, meine Augen! Oh man, hier nie davon betäubt. Der einzige, der darunter leidet, bin ich irgendwie, habe ich das Gefühl. Oder auch mit dem Rutschen, was dann immer drauf. Wieder einfach so in ein neues Gebiet rutscht. Wow. Wie ich da müssen wir eigentlich schaffen, locker. Hi, na. Eigentlich schon schnell erledigt sein. Also ich möchte eine Hauer noch kaputt hauen. In den Lümmel meine ich. Da. Das auch noch. Was? Da schaut wieder so aus, als wenn er zwei. Ah, ich möchte eine Löffel kaputt hauen. Bah. Weg. Warum sollst du irgendwas anspringen? Weil eine Kettensäge hat, du kleines Vieh. Kommt schon wieder an. Na. Na. Ich bin nur am Essen, Entschuldigung. Bah. Ah, diese kleinen Viecher. Sehr gut. Wir feigen die dadurch nicht, ganz ehrlich. Ein riesen Viech greift die an. Überleben hat einfach nichts. Weil die Ohren sind kaputt. Autsch. Gib mir das. Meine Güte, ist meine Ausdauer schnell runter.
gegangen. Ich sollte vielleicht meine Waffe schleifen, weil ich habe gesehen. Okay. Meine Waffe ist ein paar Mal gegen abgeprallt. Kann einer sagen, was jetzt kann ich mit Start jetzt irgendwas machen? So. Machen diese Balken, ich verstehe das nicht. Das ist aber gleich schon kaputt sein eigentlich. Oh nein. Ja, natürlich sein, dass die Waffe auch voll überpowert ist. Und der Kampf so schnell vorbei ist. Ich hab der noch lange aushält. Ah! War eine Vieh schon ein bisschen stärker. Die hat keinen Schaden macht. Auch damit, das verwirrt mich voll. Er macht das so als normales Laufen einfach. Ah, oh Mann. Wir können doch noch ein bisschen dauern. Hm. Geh weg von den Viechern, die gehen mir auf den Nerven. Hi, na? Jetzt bin ich fräst. Dein auch so greifen kann wie der Azuros. Hab ich jetzt mal einen anderen Namen gesagt? Ich meine ja, ne? Oh. Und wir sagen, du willst aber so, bewegt sich kein Viech durch die Gegend. Alter. Der jetzt schnell. Oh, der kann nicht mehr. Dann schnapp ich mir jetzt. Kann sogar nicht mehr rutschen. So, Nom rollt weiter. So, da müsste ich den Rest geben, oder? Weil diese Katzen auch noch. Wann tun sich Katzen und Häschen denn verstehen? Oh nein. Achso, ich habe noch einen. Gut. Erinnere ich dran, dass ich das nicht war. Oh, ich habe geschliffen. Ich wollte ich doch gar nicht. Ich wollte ein Heißgetränk einsetzen, Mann. Schon gefragt. Dort ist so lange. Und schon wieder ich. Ah. Ah. Zack und nein. Zack und zack. Und zack. Oh. Mein Gott. Oh. Was hab ich euch denn jetzt schon wieder getan, Mann? Was ist jetzt auf damit? Ein Desperation Move. Oh Gott! Ha, daneben. Ich auch. Verpiss dich! Alter, ernsthaft? Oh no, you don't. Oh, mit R kann man irgend so einen Angriff machen. Okay, super. Verdammter Dreck.
So, einfach nur zur Sicherheit. Ha. Mein Farbball ist schon wieder weg. Ach, wird schon reichen für den Kampf. Kann ich das jetzt nicht chillen? Und ich bring das was. Ich kann mehrere Angriffe machen. Okay, cool. Ich hatte nicht vorher gewusst. Ja, und er ist besiegt. Bro. Und jetzt gehen die Viecher mir auf den Nerven, ne? Labombi-Plastron. Oder Plastron. Weiter. Labombi-Pelz. Ich war geduckt. Was machst du dagegen, ne? Ja, Noobs. Geht nach Hause und lernt. Aber mal ein kurzer Bart. Duff. Sonnenspitzjubel. Cool. Gibt es noch irgendeine Mission, die ich einfach so machen kann? Nein, meine mega Spitzhacke. Bams. So, ich hoffe, ich kann jetzt wieder ein bisschen farmen. Bevor ich in der nächsten Aufnahme wahrscheinlich den Lagiakrus fertig mache. Und ja, mal schauen. Ich könnte diese Eiersuchmission ja noch machen. Soll ich? Will ich irgendwie schon lange irgendwo reinpacken, aber irgendwie schaffe ich das nie. So, her damit. Ben. Oh, Pelz, Plastron. Oh, Pelz. MS, Rüstkugel, cool. Robby Pelz. Ich glaube, ich mache das jetzt noch im Schnelldurchlauf. Will schon gehen. Jemand mit mir reden? Nein, okay. Dann machen wir die Mission noch ganz schnell. Ist die nur hier Pflanzenfresseier. So, die machen wir noch ganz schnell, damit wir die auch erledigt haben und alle Level 3 1 bis 3 Missionen hier erledigt haben. Und dann in der nächsten Folge können wir den Lagiakrus fertig machen. So, ich nehme jetzt nicht wieder alles mit. Nehme ich. So, fragt sich nur, wo ich die Dinger jetzt finde. Zwei Pflanzfresseier. Du findest sie in der Sandebene unter dem Baum in der Oase. Ah, okay. Da wo immer der Dings gegangen ist, der Kopeko zum Chillen. Ja, dürfte eigentlich schon gewesen sein. Dann sieht man auch mal, wie das abläuft. Ich habe mal eins gefunden im Moggerwald, aber irgendwie konnte ich das nicht wegbringen. Ich hätte zur Stadt bringen sollen oder zu Dingens. Na. Hier dieses Camp oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich das hingebracht habe. Jedenfalls hat es irgendwie nichts gebracht. So. Da ist, glaube ich, die Oase, ne? Ne, da unten sehe ich doch schon. Ach. Eine kleine chillige Mission eigentlich. Hier sind die Wesen, glaube ich, immer da dann, wenn ich die suche. Und die sind nur die weißen Katzen, das ist gut. So, ich bin vorhin einen Umweg gegangen, aber egal. Jetzt da ein Kuropeko wartet, ne? Aber ist doch chillig. So, und dem müsste ich jetzt ein Ei bekommen, ne? Pflanzenfresseier. So, jetzt muss ich aber aufpassen. Ich kann nämlich nicht rollen, weil dann geht das Ding kaputt. Und ich... Jetzt sind ja schwarze Katzen, leck mich. Mir darf übrigens auch nicht die Ausdauer ausgehen, weil dann... falle ich um und dann ist mein Ei auch weg. Ja. Getroffen werden darf ich selbstverständlich auch nicht. Wer will denn hier so ein übergroßes Omelette kochen? Ich glaube, darum geht es auch in der Mission, ne? Für ein geheimes Rezept. Mann! Ja, was mache ich nur mit meinem Leben? So verdiene ich mein Geld, Mann! So. Ah, nein, da. Plop.
Dafür müsste man eine Menge Geld kriegen, wenn man das im Moggerwald, glaube ich, findet. Muss ich mal auch ausschalten. Ja, wahrscheinlich sowieso offscreen im Moggerwald ein bisschen rumeiern. Versteht ihr? Eiern. Ah ja, wir brauchen Eier. Weil, keine Ahnung, dann kriegst du irgendwie voll geile Dingens, Klamotten hier. Handelsware mit so Sternrang. Und die kann ich dann wieder für richtig tolle Sachen eintauschen, wie zum Beispiel ein Boot-Upgrade. Da wäre doch geil. Dann habe ich bestimmt bis zum nächsten Part alles. Aber jetzt ein bisschen so im Voraus aufgenommen, deswegen dürfte halt alles, habe ich noch genug Zeit hier alles vorzubereiten. Dann hoffentlich mit einem neuen Rüstungsset. In Laviagos. Irgendwann hat auch Blitz irgendwie. Eine Blitzverteidigung gibt. Wäre gut. Wag dich. Ich habe eine riesige Kettensäge. Wer greift sowas an, bitteschön? Meine Güte. Vor allem waren ja nur die weißen Katzen. Was ist das eigentlich? Was ist überhaupt der Unterschied zwischen denen? Ja, die Schwarzen, die sind böse, ich weiß. Die greifen einen an und klauen Sachen von einem. Geil. Gibt's aber, glaube ich, in den Jägernotizen irgendwas. So eine Erklärung. So, das war einfach die Mission. Aber muss man ja auch mal gezeigt haben, ne? Oh, meine Ausdauer. Vorsicht, nicht hier noch fallen lassen. Oh! Siegesmusik! Alter Mann, gib mir was. Reiniger. So, nehmen wir mal noch ein paar Graz. Sachen mit hier, nimm das mit. Mich ja nicht abgeben. Perfekter Schnorrer, ich bin der perfekte Jäger. Quest erfüllt. Ah, schön, dann haben wir jetzt Mission Stufe 1 bis 3 alles erledigt. Ich hoffe, da kommt nichts mehr Neues. Bei Stufe 4 kommt wahrscheinlich noch was Neues. Stahlei. Oh, die kriege ich mal durch Dingens. Durch Schiff. Mission, Schiffsmission, ja, Schiffsmission, keine Ahnung. Wenn ich die Schiffe losschicke, dass die mir was holen sollen, dann kriege ich manchmal Balls of Steel. Ich meine Stahleier. So, niemand will was von mir. Ich hoffe, das ist auch nicht offscreen so. So, da mal ein Haken, da auch, da auch. So, Jägertöter, Jagdbarock und ein Großjäger. Das werde ich auch bis zur nächsten Folge erledigt haben. So, und in der nächsten Folge macht man dann den Lagiakos fertig. Ich freue mich schon. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge.